Natürlich sind die ersten Typhusfälle aufgetreten. Und es waren keine Medikamente da. Und es war, wir hatten sehr viele Ärzte und fantastische Ärzte, aber sie hatten nicht, womit zu arbeiten. Keine Medikamente, keine Thermometer, keine, gar nicht. Es war nichts da. Man war kein Schaf, so wie man immer behauptet, wir sind gegangen wie Schafe, wir waren es nicht. Von einem Tag zum anderen zu überleben, war schon eine große Angelegenheit. Das war schon ein Beweis, dass man nicht wollte. Es wäre viel leichter gewesen, sich sterben zu lassen, sich hinzulegen und zu sterben, wäre viel leichter gewesen, wie zu versuchen, von einem Tag zum anderen. Nachher war es schon nicht mehr von einem Tag zum anderen, sondern von einer Stunde zur anderen.